earth are covered with water. An endless space and one of the most magnificent natural sceneries on earth. 7 years ago, we wanted to add a dimension to the trekking tours we had been doing and look towards the ocean. Sea trekking was born. Over the course of several days, a previously determined route is covered by swimming, snorkeling and freediving. Everything the sea trekkers need during the journey is stored in a waterproof backpack that floats as they travel along the coastline. Der Moment des Innehaltens beim Freitauchen für ein, zwei oder drei Minuten beruhigt einfach deinen ganzen Organismus. Das befreit dich von vielen Sachen, die du an Land mit dir rumschleppst. Wenn man so reist, wie wir das tun, dann ist es, weil man bewusst Abstand nehmen will von dem Getriebe der Großstadt. Man möchte einfach sich frei fühlen und etwas entdecken, was man sonst einfach nicht mehr erlebt. Wenn du dann an so einem Strand aufwachst, kein Mensch ist da, dann fühlst du dich einfach wie der erste Mensch. Und umso kostbarer ist es, nichts zu hinterlassen. Keinen zerstörten Ankergrund, kein Öl im Wasser, kein Lärm, kein Dreck, gar nichts. Sea tracking means reduction in nativeness. It is a challenge to focus on what's essential. Sea tracking requires you to act upon your own responsibility. It is the joy to dive into the elementary power of water and the thrill of discovering untouched nature that leads us on our trails through the ocean.